Jo, servus, Leute, zum weiteren Part Chiannas Return oder Chiannas Return oder wie auch immer. Im letzten Part bin ich in der Warp Zone gekommen, hier im Eislevel, im Level Nummer 12, und habe ja gesagt, ich wiederhole das Ganze und trag oder spiel die übersprungenen Level nach, dass wir auch hier ja nichts auslassen. Fangen wir gleich mal an, jetzt muss ich aufpassen, da oben war die Warp Zone, da war der Block. Genau. Ich will ja euch nichts vorenthalten. Außerdem möchte ich das Spiel ja selber komplett machen. Verdammt! Fängt wieder super an. Komme ich da drüber? Ah, eher weniger. Und schon bin ich gestorben. Mal schön sauber abgesoffen hier. So, jetzt hier aufpassen. Aufpassen, nicht zu hoch springen. Jawohl. Ja, früher waren wir ganz geil auf diese Warp-Blöcke und heute versucht man mit aller Gewalt dran vorbeizukommen. Verdammt. Das Belsche. Oh, jetzt, oh, zacken. Die jetzt fast übersehen. Und die lustigen Augen. So. Boah, knapp. Eis, überall Eis, so, das war der Checkpoint. So, jetzt können wir mal rausfinden, schon langsam, wie ich meinen Energiebalken wieder auffülle. Das habe ich nämlich immer noch nicht rausgefunden. Wird nur weniger, aber nicht mehr. Diamanten füllen dann schon mal nicht auf. Vielleicht ein Item. Aber das sind hier auch recht wenig. Ah, hier oben sind wieder Blöcke. Ah, meine Dream Bubble. Und 9. Die Energie wird nicht aufgefüllt. Trotz Power-Up gibt es keine Energie. Was füllt meine Energie auf? Ja, wenn wir Pech haben, gar nichts. So, jetzt machen wir noch Level 13. Das haben wir nämlich auch übersprungen. Durch die Warp Zone kam mir direkt ins Level Nummer 14. Oh, da ist bestimmt was drinnen hier. Jawohl, ich wusste es doch. So. Abbröckelnder Mist. Ja, sie haben nicht nur die guten Sachen von Chiannas ist das übernommen, sondern auch die schlechten. Aber es gehört ja auch irgendwo dazu. Verdammt. Gebt mir ein Power-Up. Keins drin. War fast klar. Oh, verdammt. Und schon bin ich abgeschmiert. Werde ich es noch erleben, den Endboss? Jetzt bin ich gespannt, das ist noch da. Ja, jetzt dachte ich schon, weil ja alles wieder ist wie gehabt. Ah, das war knapp. Oh, 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 Eis, Eis, Eis. Na, oh, komm schon, rutsch doch da nicht so umeinander. Wir könnten als Power-Up mal bei solchen Eisleveln mal so Schneeschuhe oder so reinpacken. Komme ich dann auf? Ja. Zacken. Jawohl. Wunderbar, jetzt kommen wir in Level 14 an. So, jetzt probiere ich hier mal was. Feuern zum Beenden. So. Und jetzt brauchen wir das Passwort. Jetzt müssten wir genau zum Endboss kommen. Da haben wir im letzten Part Schluss gemacht. Beim Eisbären. Und den gucken wir uns jetzt an. Endlich bist du da. Hä? Dein Weg ist zu Ende. Das glaube ich nicht. Ich schon.
Der Eisbär, wie machen wir denn den nieder? Ja, auf den Kopf springen. War fast klar. Was macht er da? Nein, das war er noch nicht. Was ist das? Er macht Plattformen. Also man muss pixelgenau im Kopf treffen. Zampa heißt der Grübel. Zampa. Ramba Zampa. Probieren wir mal das Ganze so zu machen. Ramba Zampa. Er wechselt immer mal wieder die Richtung. Und wo ist er jetzt? Oh. Was macht er? Ein Eisatem oder was war das? Mundgeruch. Ein fischiges Etwas. Na, jetzt haben wir noch gleich. Na komm schon. Ach, das war's schon. Naja, dann war ja einfacher wie das Hühnchen. Sehr schön. Erschöpft vom Kampf mit dem großen Eisbär setzt sich Gianna nieder. Oh, was ist das? Gleich neben Zampa ist ein unscheinbarer kleiner Tunnel. Also wie bei Alice im Wunderland. Gianna kriecht mutig in die seltsame dunkle Höhle. Ja klar, würde ich auch spontan tun. In einer fremden Welt mal durch die Löcher krabbeln. Level 17, ein Untergrundlevel. Hübsch gemacht. Das sind wieder diese schwammigen Teile, die wir schon im ersten Teil hatten. Im Skulls. Die sind neu. Aber das sind diese... Ja, ich weiß nicht, was es sein soll. Diese Blobs, die wir auch in Gianesis das 1 auf dem C64 hatten. Kann ich dich töten oder nicht? Ja, ich hab's mir gedacht. Instant-Death-Käfer. Ein Fuck-Bug. Ja, hätte ich mir denken können. Der hatte ja hinten zwei kleine oder drei kleine Stacheln. Sowas muss tödlich sein. Aber was soll's? Versuch macht klug. So, da ist er wieder. Jawohl, Checkpoint. Mein Dream Bubble. Will ich haben? Jawohl, ja. So. Die sind ein bisschen schwer zu erkennen, die Grübel da hinter dem ganzen bunten Füllefanz. Wenn sie jetzt da mittendrin so einen Käfer verstecken, dann gehe ich gleich wieder drauf. Ich bin jetzt gerade überlegen, diese Diamanten, die waren noch in der C64-Version weiß oder silber. Und ich glaube, nur auf dem Amiga waren sie rot. Kann mich jetzt auch täuschen. Ich habe die Amiga-Version nur mal so nebenbei angezockt vor kurzem. Aber gespielt habe ich sie noch nie richtig. Werde ich mal nachholen. Jawohl, Level 18 und wir kommen dann auf und holen uns die Diamanten. Oh, Feuer. Feuer in der Höhle. Oh, das sind Zacken, da muss ich aufpassen. Das unterscheidet sich nicht von der ganzen Deko hier. Na, geh schon auf. Gefährlich, gefährlich. Aber hübsch. Verdammt. Aber ein One-Up bekommen. Boah, ein Käfer. Ein Fuck-Bug. Oh, Sackgasse. Jetzt mal da oben rum. Ah ja. Wenn wir zu langsam sind, war's das. Da kommst du nie mehr hoch. Oh, verdammt. Trixie? Diamanten. Schön, schön.
Ja, gefällt mir. Optisch ziemlich gut und auch ziemlich ansprechend. Gefällt mir. Sehr, sehr schön. Level 19. Was könnte da der Endboss sein? Was würde thematisch passen? Wobei das erste war ein Berg. Und der Endboss war ein Hühnchen. Nur in der zweiten Welt hat der Endboss gepasst als Eisbär. Der hätte es auch ein Jedi getan oder sowas. Was könnte es dann hier sein? Mal ins blaue geraden ein Uhu. Oder vielleicht eine Katze. Oben oder unten rum. Boah, knapp. Knapp, knapp. Jawohl, ja. Hübsch, hübsch. Mein Blitz will ich haben. Bleib da. Komm zu mir, jawohl. So. Oh, man kann die Käfer abschießen. Das ist gut. Den Fuckbug kann man töten. Ach, die respawnen wieder. Haben sie doch die ganze Zeit nicht gemacht. Nicht schön. Und schon wieder Level geschafft. Ja, die sind eigentlich jetzt momentan gerade wieder relativ einfach und kurz. Level 20. So, schön abballern die Jungs. Kann man die auch abballern? Nein, das war klar. Das ist wieder Trixie hier. Boah, knapp, knapp, knapp. Oh, da ist ein Bonusraum. Seht ihr das? Man sieht es echt recht schlecht. Der erinnert mich an einen Bonusraum aus dem Originalspiel. Naja, schneller, als könnte ich mich schneller bewegen. Es geht nicht. Sie hat keine Rennfunktion. Und schon ein One-Up kassiert. Sehr schön. Also auch wenn wir den Feuerknopf drücken, rennen sie nicht schneller, die Gianna. Das hat sie allerdings im Original auch nicht gemacht. Checkpoint. Sehr schön. Oben oder unten, oder? Ah ja, richtig entschieden. Und die Eulen. Boah, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, gib nicht auf. Jawohl, sehr schön. Gut gemacht. Level 20. Level 21. Ja, es gefällt mir immer noch. Finde ich wahnsinnig hübsch animiert. Todeszacken. Und gibt's wieder ein Power-Up. Natürlich nicht. Schade. Und da runter. Diamanten einsammeln. Oh, was ist das da? Ja, so lebensmüde bin ich jetzt nicht. Boah, verdammt. Geh weg. Krasser Scheiß. Hier angegriffen von Skull and Bones. Und die Zacken des Todes. Das wird auch mal ein lustiger Film. Skull and Bones und die Zacken des Todes. Wenn ich dran denke, dann nenne ich so den Part. So. Jawohl, ja. Na, es geht doch locker flockig heute. Gefällt mir. Ah, Doppelblitz. Meins. Jetzt müssten die Kugeln wieder abprallen, rein theoretisch. Sehr schön.
Ja, einmal an die Steuerung gewöhnt, ne? Dann kommt man da auch flockig durch. Sehr schön, gefällt mir. Jetzt sind wir in Welt, in Level 22. Und liegen gut in der Zeit. 24 müsste dann rein theoretisch, oder zumindest 25, müsste dann rein theoretisch wieder im Bosskampf sein. Schauen wir mal, ob wir so weit noch kommen. Will die Parts nicht unnötig in die Länge ziehen. So maximal 20 Minuten habe ich mal als Ziel gesetzt. Sonst wird es ja auch zu langweilig auf Dauer. Man, wer hat denn wirklich Lust, sich eine halbe Stunde lang ein Jump'n'Run anzuschauen? So aufregend ist das nicht. So. Fuck the bug. So, und jetzt dieses ominöse Item, bei dem ich nicht weiß, was es bewirkt. Ich weiß es nicht. Ist es sowas wie die Erdbeer? Ah, unten ist ein Bonusraum. Gibt's da was Schnuckeliges? Naja, schneller. Was passiert, wenn wir es nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen? Kriegen wir dann die Diamanten nicht, hä? Ja, es könnte wirklich so sein. Ja. Dieser Blitz mit Kringel, oder was das sein soll, hat wirklich die Funktion der Erdbeer. Oder auch nicht. Die Erdbeer war zumindest besser programmiert. Hat die Gegner besser gefunden. So. Und wieder ein Level geschafft. 22 beendet. Gefällt mir. Für was sind eigentlich diese drei grauen Schaltkreise neben der Diamantenanzahl und der Punktezahl? Ich habe keine Ahnung, was die zu bedeuten haben da. Die hier, die direkt über mir sind, in der Menüleiste. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir es noch raus, vielleicht aber auch nicht. Jawohl. Fuck the bug. Und noch ein Bonusraum. Schneller. 54, dann gibt es wieder ein One-Up. Sehr schön. Ah, da räumen wir ab diesmal und schon verkacken wir. Verdammt. Kaum habe ich das Maul aufgerissen, wäre ich schon bestraft. Ach ja. Aber jetzt sind diese drei Teile weg. Ach, sind es die Blitze? Blitz. Doppelblitz, Erdbeer und so weiter. Ist das so eine Art Statusanzeige, wie weit wir sind in den Items? Das ist natürlich auch möglich. Interessant. Ah, da könnten sie uns heute zwar ein Power-Up spendieren bei so vielen Blöcken. Wie nennt man diese Blöcke eigentlich? Bei Mario ist es klar, das sind Fragezeichen-Blöcke, aber hier... Wie nennt man diese Blöcke in anderen Spielen, wenn sie keine Fragezeichen haben, aber dieselbe Funktion? Keine Ahnung. Wer es weiß, bitte damit in die Kommentare. Itemblöcke sind sie ja auch nicht. Ist es nicht jetzt mal Item drin? Verdammt, wie komme ich denn da drüber? Der wäre jetzt wieder abkacken. Oh, es leckt, verdammt. Ja, toll. Saudumme Stelle für den Leck. Aber echt saudumm. Nicht schön, nicht schön. Jetzt werde ich da nochmal ein Leben verlieren. Schauen wir mal. Wie kommt man da drüber? Ja, verdammt, nein, das Feuer. Ja, das sind so Stellen, die hasse ich wie Sau. Aber die sind in allen Chayana-Spielen bis jetzt vorkommen. Da muss man so ganz nah an die Flamme, an die Seite hin. Aber Chayana stirbt ja schon, sobald ihr kleine Zehe ein bisschen warm wird. Und wieder tot. Verdammt. Ja, das wirft jetzt mich total zurück in der Quote. Das werde ich auch wieder nicht schaffen jetzt. Bin überzeugt von. Weil es einfach von Arsch ist. Oh, doch geschafft. Hammer. Na gut, dann sage ich nichts mehr. Jetzt haben wir schon die 20 Minuten voll. Ich beende jetzt das Level noch.
Und dann beende ich den Part, hätte ich gesagt. Verdammt. Aber es müsste schon das Levelende kommen, jawohl, ja. Ich beende den Part, bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Gianna's Return, Part 4. Und bis dahin sage ich, Servusle. Eier duschten.